Gasthaus zum Zirbenschlössl, 4621 Sippachzell, Gewerbepark Ost 22. Das ganz besondere Gasthaus für alle Anlässe. Vom romantischen Abendessen zu zweit in behaglicher Wohlfühlatmosphäre aus Holz bis hin zum Großevent bietet das Zirbenschlössl den idealen Rahmen für jede ihrer Feiern. Zirbenschlössl.at. Samstag, 30. Juni 2018, ab 18 Uhr. Heimspiel, das große Open Air des SV Pichl mit Sauhaufen, Seiler und Speer und der Nummer 1 vom Wienerwald, Wolfgang Ambros. Unser Tipp: Sichern Sie sich ganz schnell Ihre Karten. sv-pichl.at. Sonntag, 17. Juni 2018, Union Leichtathletik Gala in Linz, Wieninger Straße 11. Erleben Sie ab 12 Uhr Spitzensport im Union Sport Kompetenzzentrum. Der Eintritt ist frei. Alle Infos auf top-meetings.at. Die einen kämpfen um Sie, die anderen kämpfen gegen Sie. Für die einen ist es eine zweite Chance, doch noch aufzusteigen. Für die anderen ist es der Kampf um sportliche Überleben in der höheren Klasse. Die Rede ist von den Relegationsplätzen und den damit verbundenen Relegationsspielen im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus. Spannende Sache, sicher gute Sache. Wenn man aufsteigt, nur besser, wie wenn man dann ausscheidet durch die Relegation. Aber in Wahrheit wäre sonst vielleicht die Meisterschaft für uns schon beendet. Und so haben wir die Chance, dass wir trotzdem oben bleiben. Also auf jeden Fall eine gute Sache und soll auch beibehalten bleiben. Die Union VAZ Meier-Sippachzell hat in der allerletzten Runde der Bezirksliga Süd den SV Kringelbach mit einem 3:2 Heimerfolg noch überholt und damit direkt in die erste Klasse geschickt und sich selbst in die Relegation gerettet. Der Gegner kommt aus dem Innviertel, wurde Zweiter in der ersten Klasse Nordwest und heißt SV Beck Baggerungen Lambrechten. Um dieses Duell gab es im Vorfeld ja so einige Diskussionen. Denn diesen Gegner wollte auch der UFC Everding haben, dem dann aber vom oberösterreichischen Verband die 1B des ASKÖ ÖD zugeteilt wurde. Den Lambrechtnern ist es wohl egal, für sie ist schon das Erreichen des K.O.-Duells eine feine und auch unerwartete Sache. Wir haben überhaupt nicht geplant mit der Bezirksliga. Wir wollten einfach vorne mitspielen, aber wir haben eine wunderschöne, tolle Saison hinter uns liegt und wie möchte Sachs zumachen. Die Euphorie bei den Innviertlern ist riesig. Gleich zwei Busse gefüllt mit Fans sind ihren Lieblingen nach Sippachzell gefolgt. Trommel und Nebelmaschine mussten dabei auch noch ihren Platz finden. Und so ist Endspielstimmung unter den weit über 500 Fans natürlich von Beginn an garantiert. Da muss vom Heimverein natürlich auch für genügend flüssigen Nachschub gesorgt werden. Die erste gute Möglichkeit gibt's in diesem Match dann in der 6. Minute zu sehen. Nach einer weiten Flanke kommt Sippachzells Torovic nicht an die Kugel. Die ist allerdings auch schwer zu nehmen, denn der Dauerregen macht den Rasen glitschig und schnell. Auch Chance Nummer 2 verbucht die Boschinger Elf. Nach einem schönen Spielzug der Heimischen in der 15. Minute ist aber Gäste 1 Alar bei diesem Riegelschuss am Posten. Gut 3 Minuten später diese Szene. An der Mittellinie schnappt sich Lambrechtens Bentje Kalmer die Kugel, sieht dann, dass Heimgoalie Spannlang weit vor seinem Kasten steht, probiert einfach mal den Heber und produziert damit ein Tor der Marke Weltklasse. Da steppt natürlich der Innviertler Bär. 18. Minute, der SV Lambrechten führt in Sippachzell mit 1:0 und hat das so wichtige Auswärtstor im Kasten. 5 Minuten später ist die Vonai-Mannschaft ganz nahe dran an einem zweiten Auswärtstreffer. Jetzt müssen sich die Heimkicker bei ihrem Tormann Spannlang bedanken, dass sie nicht mit 0:2 zurückliegen. Aber auch das Team von Trainer Boschinger hat seine Möglichkeiten, dieses Relegationsmatch zumindest tormäßig wieder auf 0 zu stellen. So etwa nach diesem Eckball in der 35. Minute. Da liegt das 1:1 gleich mehrmals in der Luft. Und nur 3 Minuten später hat Torovic die nächste gute Chance zum Ausgleich. Der Sippachzeller scheitert aber an Lambrechtens Schlussmann Laha.
Und so bleibt es bis zum Pausenpfiff von Giri Wolfsberger bei der 1:0-Führung des 2. Klasse Nordwest 2. gegen den Bezirksliga Süd Drittletzten. Jetzt geht's für die Aktiven erst einmal in die trockenen Kabinen, während im Freien der Regen immer stärker wird. Gasthaus zum Zirbenschlössl. 4621 Sippachzell, Gewerbepark Ost 22. Das ganz besondere Gasthaus für alle Anlässe. Vom romantischen Abendessen zu zweit in behaglicher Wohlfühlatmosphäre aus Holz bis hin zum Großevent bietet das Zirbenschlössl den idealen Rahmen für jede ihrer Feiern. Zirbenschlössl.at. Samstag, 30. Juni 2018, ab 18 Uhr. Heimspiel, das große Open Air des SV Pichl mit Sauhaufen, Seiler und Speer und der Nummer 1 vom Wienerwald, Wolfgang Ambros. Unser Tipp: Sichern Sie sich ganz schnell Ihre Karten. sv-pichl.at. Sonntag, 17. Juni 2018, Union Leichtathletik Gala in Linz, Wieninger Straße 11. Erleben Sie ab 12 Uhr Spitzensport im Union Sport Kompetenzzentrum. Der Eintritt ist frei. Alle Infos auf top-meetings.at. Motivierter zurück auf die glitschnasse Wiese kommen sichtbar die Innviertler. Nur 3 Minuten nach Wiederbeginn scheitert Lamprechtens Rachbauer an Sippachzells 1er Spannlang. Der Goalie klärt zur Ecke. Bei diesem Corner hat die Heimabwehr dann so ihre Probleme. Das Leder landet außerhalb des 16ers bei Senzenberger. Der zieht ab, trifft nur die Stange des Sippachzeller Heiligtums. Aber die Gäste haben ja ihren Goleador Kalmer und der steht goldrichtig. Die Sippachzeller reklamieren bei dieser sehr engen Geschichte zwar abseits, aber der Treffer zählt. 50. Minute, Lamprechten führt in Sippachzell jetzt mit 2:0. Genau 60 Sekunden später stehen die Innviertler mit 1,5 Beinen in der Bezirksliga. Die Heimabwehr kann Ecker auf der rechten Seite nicht stoppen, der mit dem Pass zurück auf Daniel Rachbauer, ja und der knallt das Runde zum 3:0 in die Maschen des Spannlanggefährts. 51. Minute, der SV Beck Baggerungen Lamprechten jetzt 3, die Union VZ Meier Sippachzell nach wie vor 0. Bei diesem Nuller des noch Bezirksligisten bleibt es auch 2 Minuten nach dem 0:3, weil die Gäste in Person von Schneiderbauer auf der Linie klären. Sippachzell jetzt mit dem Mute der Verzweiflung, kommt auch zu Sitzern, wie hier nach gut einer Stunde, findet aber im Gäste-Einsalar immer wieder ein unbezwingbares Bollwerk vor sich. Ja, und wenn dann einmal kein Verteidiger oder Tormann der Innviertler zur Stelle ist, ja dann hält Glücksgöttin Fortuna ihre schützenden Hände über den Aufstiegsaspiranten. So klingen in der 64. Minute innerhalb von nur ein paar Sekunden gleich zweimal metallische Klänge durch die VAZ Meier Arena Sippachzell. 10 Minuten später schlafen dann Fortuna und die Mannen aus Lamprechten. Eine Aktion aus dem Fußballlehrbuch schließt Heimangreifer Almedin Durmisevic trocken ab. 74. Minute, der 1:3 Anschlusstreffer der Sippachzeller gegen Lamprechten. Ein Funken Hoffnung bezüglich Klassenerhalt ist wieder da. Dieser Funken verglüht aber nur 50 Sekunden später schon wieder. Denn Lamprechten schlägt umgehend zurück und stellt den 3-Tore-Vorsprung postwendend wieder her. Gabriel Badegruber darf sich von Mitspielern und Fans als Torschütze des 4:1 feiern lassen. 10 Minuten vor dem Ende wird Sippachzells Regler im 16er von den Beinen geholt. Giri Wolfsberger zeigt sofort auf den Punkt. 11 Meter. Den Strafstoß jagt Bernhard Meyer ins Lamprechtner Kreuzeck und stellt damit auf 2:4. Das ist dann auch nach 90 Minuten der Endstand in diesem Relegationshinspiel.
da wird es in den beiden Feenbussen des SV-Beck-Baggerung in Lambrechten bei der Heimfahrt wohl etwas lauter zugehen. Bei der Union VZ Meyer-Sipach-Zell übt man sich dagegen in Zweckoptimismus. Wir haben im Frühjahr auswärts deutlich besser gespielt wie zu Hause. Das haben wir auch schon gewusst. Ich meine, unser erster Heimsieg war gegen Kringelbach schlussendlich. Es wird schwierig, aber nicht unlösbar. Und ich meine, die feiern jetzt schon, wie wir uns Meister geworden wären und eh schon alles geregelt ist. Und das kann nur gut für uns sein. Also wir geben nicht auf. Wir haben schon öfter drei Tore geschossen in einem Spiel. Also warum nicht in Lambrechten? Wir haben schon gewusst, dass wir einen starken Gegner haben. Aber trotzdem, wir haben einen Charakter gezeigt. Ich glaube, haben wir ein paar super Aktionen und wunderschöne Tore geschossen. Und meine Meinung, dass wir haben einen verdienten Sieg gehabt. Ist man damit schon in der Bezirksliga? Nein. Haben wir noch kein Spiel natürlich. Müssen wir weiter fleißig sein und natürlich, es wird nicht zu leicht sein.